Hallo liebe Schlagzeuger, heute nächste Schritt beim Double Stroke Roll. Wir machen die ganze Geschichte noch ein bisschen schneller in 16 in 80 Beats pro Minute. Und das wird so der Break-Even. In der nächsten Folge dann im Warm-Up 10 erzähle ich euch, wie wir da zu 32 übergehen und auch den sogenannten Triple Stroke Roll stelle ich euch da vor. Diesmal aber zum Mitüben und zum Sichern erstmal nochmal Double Stroke Roll in 80 BPM. Viel Spaß! Ja, wie ich gerade gesagt habe, Double Stroke Roll 80 BPM. So ist er. Hier also auch mit 16 eingestellt. Ihr wisst, wir machen erstmal 8 Takte, dann rechts, links und nochmal 4 Takte. So zum Mitüben. Schön locker bleiben. 1, 2, 3, 4 und rechts, links. Ja, ihr wisst, gerade beim Double Stroke Roll von der technischen Seite her ist es wichtig, die ganze Sache regelmäßig zu machen, immer wieder mal zu gucken, vielleicht auch immer wieder mal das erste Video, könnte ich hier oben nochmal verlinken, Einführung in den Double Stroke Roll, weil je schneller man wird, umso mehr kommt es wirklich darauf an, wie ist die Fingerhaltung, wie ist die Stockhaltung, lasse ich denn hier vorne locker, mache ich nicht so doll, sondern schön flockig. Und wie ich euch schon gesagt habe, im nächsten Video wird es dann, also das über Double Stroke Roll ist, wird es dann darum gehen, auch die Fingerstrokes mit dem sogenannten Triple Stroke Roll anzuschieben und sowas alles. Das aber dann im nächsten. So viel wünsche ich euch erstmal. Viel Spaß beim Üben. Immer schön fleißig am Double Stroke Roll. Ciao, bis bald, euer Matthias.